Frank fragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Grünkern und Dinkel? Ich bin Roland und das ist eine Minute Bier. Erinnert ihr euch Dinkel? Gerade ist wieder Saison für unser beliebtes Herbstbier. Dinkel ist ein Urgetreide, das eng mit dem Weizen verwandt ist. Es erfreut sich steigender Beliebtheit, weil es sehr viele Inhaltsstoffe und Eigenschaften enthält, über die Hildegard von Bingen im Mittelalter schon ausführlich berichten konnte. Als Grünkern bezeichnet man das Korn des Dinkels, das halbreif in der sogenannten Teigreife noch mit einem Wassergehalt von ca. 50% geerntet wird. Damit es haltbar bleibt, muss es rasch getrocknet werden. Dies geschieht in speziellen Grünkerndarren, die traditionell mit Buchenholz beheizt werden, wodurch er sein besonderes Aroma erhält. Verwendet wird der Grünkern als Suppeneinlage oder zum Backen. Als Heimat des Grünkerns gilt das Bauland, ganz in der Nähe unseres Taubertals. Zum Bierbrauen allerdings kann man den Grünkern nicht verwenden. Dazu muss der Dinkel erst ausreifen, damit er vermelzt werden kann. Reife Dinkelfelder im Sommer erkennt man daran, dass sie eine rötliche Farbe bekommen, wie sie auch in unserem Dinkel schimmert. Das ist eine Minute Bier und ich bin Distel Häuser.